Hallo und herzlich willkommen zu Der Tag hier auf Ländle TV. In unserem ersten Beitrag geht es um biologische Landwirtschaft. Was das bedeutet und was Bio Austria ist, das sehen Sie jetzt. Bioprodukte erfreuen sich bereits großer Beliebtheit, Tendenz steigend. Wer auf die eigene Gesundheit sowie auf die der Natur achtet, greift immer häufiger zu Bio-Lebensmitteln. Laut Definition der EU ist Biolandbau eine Methode, bei der Lebensmittel unter Verwendung natürlicher Stoffe und Verfahren erzeugt werden. Biologische Erzeugung stellt Umweltschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt in den Fokus. Alle Bereiche der biologischen Erzeugung werden streng kontrolliert. In der Herstellung von Bioprodukten kommen weder Gentechnik noch ionisierende Strahlung zum Einsatz. Ebenso wird auf den Einsatz von Hormonen verzichtet. Antibiotika dürfen nicht vorbeugend, sondern nur aus Gründen der Tiergesundheit zum Einsatz kommen. Der Einsatz von Kunstdüngern, Unkrautvernichtungs- und Schädlingsbekämpfungsmitteln ist nur begrenzt erlaubt. In Vorarlberg gibt es rund 500 Biobetriebe, ca. 300 davon sind außerdem Mitglied von Bio Austria. Für sie gelten noch strengere Auflagen. Doch woran erkennt man eigentlich Bio-Lebensmittel? Also das ist eigentlich ganz wichtig, wenn man da hinter mir sieht, da darf ich gleich mal drauf zeigen. Das ist das grüne Bioblatt, auf das muss man mal schauen. Auf das haben wir uns EU-weit auf der Konsens geeinigt. Wenn das aufgekommt mit dem Ländercode und einer Kontrollstellennummer, dann weiß ich, okay, es handelt sich um ein Bioprodukt. Und dort weiß ich mal, okay, jetzt bin ich in der biologischen Landwirtschaft daheim. Und dann gibt es natürlich viele andere Gütesiegel, wie das Bio-Austria-Siegel, was wir da rechts oben sehen, wo der Verbandsstandard deklariert und wo sieht, okay, da geht es jetzt um ein Produkt, das hat sich noch höherer, oder der Betrieb, der das produziert hat, hat sich freiwillig noch höherer Standards verschrieben. Und wenn ich auf das schaue, okay, dann bin ich in der regionalen Biolandwirtschaft daheim und bin auf der sicheren Seite. Bio ist eigentlich die modernste und zukunftsfähige Form der Landwirtschaft. Bio bedeutet eigentlich ein Zusammenwirken oder Zusammenarbeiten mit der Natur. Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Bio und regional ist optimal. Stichwort Regionalität. Wie sieht es mit Ihrem Sommerurlaub aus? Bleiben Sie in der Region oder zieht es Sie ins Ausland? Das wollten wir wissen und haben uns umgehört. Urlaub zu Hause oder im Ausland? Mein Urlaubsziel wäre, glaube ich, eher so Niederösterreich oben. Würde ich wirklich hingehen, weil ich schon mal dort war. Und ich finde es da richtig cool da oben. Auch in Au oder so, da hätte ich echt gern wieder hingehen, ja. Ich würde jetzt gerne mal nach Griechenland fahren und auf unterschiedliche Inseln kommen, um so ein bisschen Ruhe zu genießen und auch andere Kulturen kennenzulernen, ein bisschen geschichtlich auch nachzulesen. Das fände ich sehr spannend. Da kann man sich auch wild campen. Es ist halt was anderes. Es ist meistens da, Vorarlberg kennst du schon. Ich glaube, Griechenland wäre mein Lieblingsurlaubsziel, weil ich schon immer auf Griechenland wollte. Jetzt momentan will ich nach Griechenland, ja. Ich glaube, Thailand ist so mein Liebling. Ich habe so vor, nächstes Jahr zu gehen, aber schauen wir mal, wie Corona und so das Ganze bringt. Österreich ist schön, Schweiz ist schön, Europa allgemein. Es gibt auch andere traumhafte Orte. Es gibt auf der ganzen Welt ganz viel zu entdecken. Aber sonst bin ich eigentlich auch gerne in Vorarlberg, weil wir haben es eigentlich schön da. Aber am liebsten gehe ich fort. Ich finde einfach das Feeling besser wie hier unten. Das ist dieses Ländliche und sowas gibt es da oben viel mehr wie hier unten. Ja, wir wohnen in einem schönen Land, im Ländle. Und da haben wir schöne Stellen überall, wo es, ist bei uns schön, oder? Bei mir daheim oder auf dem Mais ist aber, ja. Aber wie gesagt, das ist immer ein bisschen auch mit Arbeit verbunden, weil man ja nicht fort ist im anderen Land. Ist zwar noch schön, aber je weiter man wegkommt, finde ich,
desto mehr andere Kultur und Sachen lernt man kennen und auch andere Leute. Also das habe ich gern. Ich war schon in Tunesien, in Spanien, in Griechenland. Also ich war eh schon fast überall, aber die Zeiten sind vorbei. Jetzt bleibe ich lieber im Land. Da gibt es so viele schöne Sachen. Das passt. Ja, ich würde gerne nochmal nach Como, weil ich war schon mal in Como, aber dort nur ein Tagesausflug und das war fast eine kleine Zeit. Es war, die Menschen waren lieb, also es würde mich echt interessieren, nochmal eine Woche oder so. Ja, das ist schwer zu sagen. Eigentlich Österreich. Ich liebe es. Nicht einfach wunderschön, das Meer ist blau, Wasser ist perfekt. Die waren in Thessaloniki, dort ist alles weiß, halt wunderschön. Ich bin Architekt und von daher ist es mir das ein bisschen. Also Berge, Gargellen. Ja, würde ich einstimmen, Gargellen. Ist einfach ein wunderbarer, schöner Ort. Zug. Ja. Also einfach Marienfarmerinsee. Bergregion im Vorarlberg. Was steht das gute Essen? Jeder kann es mit jedem reden, du lernst was dazu. Ja, du, ich finde mich in Österreich. Und ich kann nicht Englisch, da brauche ich mich nicht scheren. Jetzt war mein Lech immer. Das ist der Sohn. Ja. Das war der Tag auf Ländle TV. Abschließend gibt es noch das Wetter, präsentiert von Kachelmann Wetter. So viel sei verraten, einem Urlaub in der Region steht nichts im Wege, denn wir knacken bald wieder die 30-Grad-Marke. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten, machen Sie es gut. Am Mittwoch geht es freundlich mit Sonne und ein paar durchziehenden Wolkenfeldern durch den Tag. Bereits am Morgen sind teils dichtere Wolken dabei und am Nachmittag geht es mit einem Mix aus Sonne und Wolken weiter. Vor allem über den Bergen entstehen auch größere Quellwolken. Es sollte meist trocken bleiben und nachmittags werden 24 Grad in Egg und 28 Grad in Götzis erreicht. Am Donnerstag wird es im Ländle hochsommerlich heiß mit bis zu 30 Grad am Nachmittag. Dazu scheint den ganzen Tag die Sonne und es entstehen nur harmlose Quellwolken. Der Freitag startet in der Früh mit teils dichteren Wolken und es kann lokal zu Schauern oder vereinzelten Gewittern kommen. Tagsüber setzt sich wieder die Sonne durch und erst abends sind wieder lokale Wärmegewitter zu erwarten. Es wird schwül heiß bei bis zu 32 Grad. Am Samstag geht es mit der hochsommerlichen Wetterlage und einigen Sonnenstunden weiter. Abends sind erneut lokale Wärmegewitter zu erwarten, mit Temperaturen bis zu 30 Grad. Schon gewusst, dass die Hermann Pfanner Getränke GmbH bereits 1856 gegründet wurde? Schon gewusst, dass Pfanner Getränke 900 Personen beschäftigt? Schon gewusst, dass der Umsatz 2019 295 Millionen Euro betrug? Und schon gewusst, dass Pfanner Getränke alleine 100 Millionen Liter Apfelsaft im Jahr selbst herstellt?